Zum Wort gemeldet ist der Herr Bundesrat Marco Schreuder. Bitte, Herr Kollege. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Kollege Jenewein, also ich kenne ja wirklich keine Partei, die so gut im Austeilen ist von Vorurteilen, von Menschen aufeinanderhetzen und die so eine dünne Haut hat beim Einstecken wie die Freiheitliche Partei. Ich kenne wirklich keine einzige Partei, die sich jetzt wähnt in einen, offensichtlich in einer Verfolgungswahn, in einer Paranoia, dass jetzt die gesamte Republik, alle Journalistinnen und Journalisten dieser Welt und ich weiß nicht, wer alle sie jetzt verfolgt und sie jetzt die armen Opfer einer Treibjagd wären oder irgendwie so. Ja? Also die Aussendungen, die in den letzten Tagen seitens der FPÖ über die APA gelaufen sind, also ich kann es wirklich nicht verstehen. Und Herr Kollege Jenewein, Sprache zeigt ja manchmal schon, welches Bild jemand vertritt. Und Sie haben uns vorgeworfen, Brunnenvergiftung zu begehen. Vielleicht darf ich Sie in diesem Zusammenhang daran erinnern, woher der Ausdruck Brunnenvergiftung kommt. Das ist ein zutiefst antisemitischer Begriff. Sie winken ab, dann gehen Sie auf Wikipedia, geben Sie mal Brunnenvergiftung ein. Brunnenvergiftung ist ein Begriff aus dem Mittelalter. Da hat man nicht gewusst, woher die Pest kommt. Man wusste nicht, dass es Flöhe sind, die über Ratten übertragen werden. Also, was hat man gesagt? Die bösen Juden sind. Sie haben den Juden vorgeworfen, Brunnen zu vergiften und hat sie aus der Stadt verjagt. Man hat sie umgebracht, sie braucht zu einem Judenplatz gehen. Dort ist es nachvollziehbar. Und daher stammt der Ausdruck Brunnenvergiftung, den Sie benutzen. Ich sag's nur, vielleicht benutzen Sie dieses Wort nie wieder, ich weiß es nicht. Aber ich finde es sehr bezeichnend, dass Sie in einer Rede wie heute einen Ausdruck verwenden, der ganz klar aus einem antisemitischen Kontext kommt und aus dieser Geschichte entstammt. Und die gesamte Umgang Ihrer Partei mit dem WKR-Ball und mit den Demonstrationen und die Umkehr, dass jetzt sozusagen die Undercover-Journalisten sind, ist linkslinke Jagdgesellschaft, Demonstranten sind linkslinke Jagdgesellschaft, die sind die linkslinken Gutmenschen, wo ich mir immer denke, was ich sage, das Gegenteil, ein Bösmensch, Schlechtmensch, ich war nicht gerne Schlechtmensch, aber gut. Das ist unfassbar. Sie haben angefangen, und das hat begonnen, das muss man einfach so sagen, 1986 mit der Machtergreifung Haiders in der Freiheitlichen Partei, Menschen gegeneinander zu hetzen und den sozialen Frieden in diesem Land zu gefährden. Sie haben angefangen, ganze Gruppen pauschal zu verurteilen und für etwas verantwortlich zu machen. Sie haben angefangen, eine gesamte Religion zu verunglimpfen. Meine Leute schmeißen Steine. Das sind Unterstellungen, die Sie hier machen. Das ist unfassbar. Wer mich kennt, weiß im Übrigen, dass ich der friedliebendste Mensch dieser Welt bin. Ja? Und ich werfe keine Steine und ich wüsste nicht, wer meine Leute wären. Ist es meine Mutter oder mein Freund oder wer ist jetzt eigentlich meine Leute? Ich weiß es nicht. Ja? Also, und Sie haben mich sogar Brandstiftung unterstellt. Also wirklich, wissen Sie, wer ständig, ununterbrochen ist es Ihre Partei, die an diesem Gedankengut anstreift. Ich weiß, dass es nicht jede und jeder von der Freiheitlichen Partei ist. Das wissen wir alle. Aber es sind immer, immer Leute von den Freiheitlichen, die anstreifen, verurteilt werden, in Netzwerken stecken, mit Tätowierungen auf Facebook gefunden werden, die eindeutig sind, die rechtsradikale Sachen kaufen im Internet, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die eindeutig dieses Gedankengut haben. Und jetzt reden wir noch einmal über die Burschenschaften, die ja dort gefeiert haben. Sind es diese Burschenschaften, die Barden einladen, die dann so etwas singen können wie mit 6 Millionen Juden fängt der Spaß erst an? Sind Mitglieder Ihrer Partei in diesen Burschenschaften, ja oder nein? Sind es Burschenschaften mit freiheitlichen Mitgliedern, die Holocaustleugner einladen, ja oder nein?
Bei wem durfte der Irving auftreten und seine abstruse Holocaust-Leugnung bekannt geben und die Existenz von Gaskammer verleugnen? Waren das Menschen von Ihrer Partei in diesen Burschenschaften, ja oder nein? Denken die Burschenschaften heute noch immer so, ja oder nein? Schade, dass man keine schriftliche Anfrage an Oppositionsparteien stellen kann. Sie hätten es verdient.